Ja, der Einsatz für Menschenrechte gehört schon zur DNA grüner Politik von Anfang an. Menschenrechte sind natürlich zwar rechtsförmig und sie sind einklagbar, aber gleichzeitig sind sie natürlich auch immer politisch umkämpftes Terrain. Und so gab es eben auch bei den Grünen natürlich Kämpfe darum, zum Beispiel, ob man alle Dimensionen der Menschenrechte, also die politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, alle gleichwertig behandelt. Und es gab vor allem große Konflikte um das Thema Menschenrechte und Krieg oder militärische Intervention. Und in der Innenpolitik muss man ganz klar sagen, stehen die Grünen von Anfang an für die Verteidigung des Asylrechts, für eine grundlegende Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Die Grünen stehen ganz stark dafür, Diskriminierungen abzubauen, sowohl legale als auch in der Gesellschaft. Sie haben immer für die Gleichberechtigung von Mann und Frau gefochten. Und sie haben vor allem sich eingesetzt für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transgender und Intersex-Personen. In der Außenpolitik war ganz zentral, und es gehörte auch von Anfang an zur Tonalität der Grünen, der Einsatz für Abrüstung, Frieden und auch die Selbstbestimmung der Völker. Das gehört auch zum Kern der Grünen der ersten Stunde. Und keiner hat es eigentlich so gut verkörpert wie Petra Kelly, die eigentlich so etwas für mich wie die erste Internationalistin der Grünen war, weil sie eben sehr früh Ökologie, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Abrüstung und Frieden zusammengedacht hat und nicht separiert. Das Menschenrechtsthema geht da wie ein roter Faden durch, weil es geht immer darum, wer hat Zugang zu Rechten, wer hat Zugang zu Nahrung, zu Bildung, zu politischen Rechten. Petra Kelly hat auf einmalige Weise als Gesicht die Grünen repräsentiert. Sie hat sich mit Repräsentantinnen der Frauenbewegung global getroffen. Sie hat sich mit Indigenen getroffen. Sie hat sich mit Dissidenten getroffen aus aller Welt. Der berühmteste ganz sicherlich der Dalai Lama, der Vertreter der Tibeter. Und sie hat damit wirklich auch gezeigt, dass die Grünen dafür stehen, als Aufbruch und paradigmatisch, dass wir gegen Ungerechtigkeit auf dieser Welt kämpfen müssen. Und Petra Kelly hat nie Menschenrechte hierarchisiert. Sie hat immer gesagt, das Recht auf Nahrung ist genauso wichtig wie politische Rechte. Grundrechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind zentrale Voraussetzungen auch für politisches Engagement. Das hat sie überall verkündet. Und das war eben genau nicht selbstverständlich. Und Menschenrechtspolitik ideologiefrei zu betreiben, blockübergreifend zu betreiben, keine Scheuklappen zu haben, das war gerade auch im immer noch existierenden Ost-West-Konflikt der Anfangsphase was ziemlich Einmaliges. Weil die meisten, auch Befreiungsbewegungen an der Macht, da haben viele Solidaritätsbewegungen auch weggeguckt, wenn Menschenrechtsverletzungen begangen wurden von den Befreiungsbewegungen, die dann an der Macht waren. Da waren die Grünen schon einmalig, da sie eben versucht haben, nicht auf einem Auge blind zu sein. Und auch dafür steht die erste Generation der Grünen sehr stark, auch wenn es Konflikte gab, auf die kommen wir ja aber gleich. Ja, es gibt eigentlich zwei größere Streitthemen, die auch die Grünen bis weit in die 90er und dann vor allem auch noch zu Zeiten der Regierungsbeteiligung geprägt haben. Das eine war, dass natürlich auch die Oppositionsgruppen in der DDR ganz stark Menschenrechte und Frieden zusammengedacht haben und gesagt haben, wir können nicht trennen den äußeren vom inneren Frieden. Die Unteilbarkeit von Menschenrechten, das war schon auch manchmal ein Streitthema, auch unter den Westgrünen, die mehr oder weniger doch gesagt haben, dominant muss sein, dass wir Krieg vermeiden. Also es war die Rede davon, dass es eben vor allem um Entspannungspolitik gehen muss. Und da war nicht immer so ganz klar, ob mit der Forderung nach Entspannungspolitik
auch thematisiert wird, dass es massive Menschenrechtsverletzungen in der DDR gibt. Und es gab auch immer wieder eine Debatte darum, wenn wir die Unteilbarkeit der Menschenrechte wirklich adressieren müssen, dann müssten wir doch sagen, okay, die politischen Rechte in der DDR werden nicht gewährleistet. Dafür gibt es aber ganz gute Zugänge, zum Beispiel zu reproduktiven Rechten von Frauen, oder es gibt Zugänge für ganz andere Bildung. Wie geht man eigentlich mit diesen Zielkonflikten um? Ja, am schwerwiegendsten und konfliktreichsten in der grünen Geschichte wiegt die Auseinandersetzung von Menschenrechten und Krieg oder militärischen Interventionen. Verhindere ich Menschenrechtsverletzungen, indem ich militärisch interveniere, oder befördere ich Menschenrechtsverletzungen, indem ich zum Beispiel nicht militärisch interveniere? Und daraus ist das große Dilemma erwachsen, wie jetzt die Grünen in Regierungsbeteiligung, sie haben den Außenminister Fischer gestellt, ob sie eingreifen beim Krieg im Balkan, nach dem Völkermord oder nach den Morden in Srebrenica. Und es gab ja dann auch die Entscheidung unter Rot-Grün und mit Minister Fischer, in Serbien militärisch zu intervenieren. Und die Auseinandersetzung um diese militärische Intervention wurde ja auch von vielen als Bruch verstanden. Viele sind auch zerbrochen an diesem Konflikt, sind aus der Partei ausgetreten. Und richtig verhandelt und zu großen Auseinandersetzungen führte das auf dem Bielefelder Parteitag 1999, als dann ja auch Joschka Fischer mit dem Farbbeutel verletzt wurde. Ich will einfach noch mal sagen, dieses Kämpfen, dieses Aushandeln um große ethische und moralische Fragen. Es geht bei Krieg um Leben und Tod, um Verheerungen für Millionen von Menschen unter Umständen. Dieses Ringen darum wird die Grünen auch weiterhin begleiten, weil sie eben aus dieser Tradition des Pazifismus auch kommen. Und gleichzeitig finde ich aber gut, dass es eben jetzt diese Kommission gab, die Kriterien entwickelt hat, unter welchen Umständen, Bedingungen Grüne eigentlich einer militärischen Intervention oder einem Bundeswehreinsatz im Ausland zustimmen würden. Es war ein hartes Konfliktfeld und es ist eng mit der Debatte um Menschenrechte verknüpft. Also definitiv wird es weiter um das Thema militärische Intervention, Krieg und Frieden. Weiterhin stehen da die Grünen vor großen Herausforderungen. Außenpolitik der jetzigen Regierung ist stark vom Thema geprägt Stabilität und Sicherheit vor Menschenrechten. Wie lässt sich überhaupt Menschenrechtspolitik als Querschnitt verankern in geopolitischen Kontexten? Wie lässt sich Menschenrechtspolitik verankern in Außenwirtschaftspolitik, in der Handelspolitik, in der Finanzpolitik? Deutschland ist Exportweltmeister, muss also auch außenwirtschaftliche Interessen vertreten, die nicht immer vereinbar sind mit Sozial- und Menschenrechtsstandards. Die Grünen stehen als Partei da, Sozial- und Menschenrechtsstandards eben auch in der Außenwirtschafts- und Außenpolitik zu verankern. Aber eine rein wertebasierte Außenpolitik, die nur menschenrechtsgetrieben ist, eine rein menschenrechtsgetriebene Handelspolitik wird es so nicht geben. Das wird mit Sicherheit zu sehr viel Debatte führen müssen. Was ist wertebasierte Realpolitik? Die Interpretation dessen muss auch ausgehandelt werden. Dazu wird es viele auch Enttäuschungen geben. Innenpolitisch wird es natürlich darum gehen, das halte ich auch für eine große Herausforderung, wie man es mit der Abschottung von Geflüchteten hält, wie viele werden abgeschoben, wie viele nicht. Auch das wird eine ganz, ganz große menschenrechtliche, ethische und moralische Herausforderungen für die Grünen werden.